Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Pokepark Wii. Das letzte Mal haben wir tatsächlich geschafft, die Eiszonen zu betreten. Und jetzt machen wir hier ganz viele Freunde. Glaziola. Hallo Glaziola, du hast aber viele Freunde. Das Band der Freundschaft glitzert so wunderschön wie Schneekristalle. Mitunter ist es aber auch so vergänglich wie jene weiße Pracht, die in der Sonne dahinschmilzt. Doch die Erinnerung daran bleibt dein kostbarer Besitz. Hui, jetzt geht's mir doch gleich viel besser. Ein Wettstreit. Fangen, natürlich. Natürlich. Alle Evoli-Entwicklungen wollen offensichtlich Fangen mit mir spielen und sind irrsinnig schnell. Okay, aber diesmal bin ich... Wow, what the... Du kannst mir doch nicht einfach die Sicht verdecken. Das ist gegen die Regeln. Du hast mich erwischt. Solch einen guten Gegner habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Wollen wir bald wieder spielen? Ich bin nämlich sehr ehrgeizig und werde auf Gedeih und Verderb alles daran setzen, dich beim nächsten Mal zu schlagen. Yay! Okay, wunderbar. Octillery! Octillery? Wo ist das? Du bist ein fucking Oktopus. Du kannst nicht so weit weg sein. Ich glaube nicht, dass ein Oktopus an Land allzu schnell sein dürfte. Wo ist das Ding jetzt? Ach. Botogel, hast du jetzt was Neues für mich? Nee. Glaziola interessiert dich nicht. Ist, au, halt, 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 halt. Das ist ein Staravia. Bleib stehen. Bleib, wo du bist. Stoppu. Stoppu. Dankeschön. Mir sind schlimme Gerüchte zu Ohren gekommen. Offenbar wollen die Pokémon der Magmazone sowohl die Herrschaft über diese als auch die Grünzone an sich reißen. Hoffentlich sind es nur Gerüchte. Wie dem auch sei, hast du Lust auf ein Kämpfchen? Na klar. Wohlan, lass uns anfangen. Wohlan denn? Mögen wir beginnen. So, komm her. Was hast du vor? Whoops, aua. Voll erwischt. Das hast du davon. Na komm. Wo willst du hin? Ach, schon wieder erwischt, das gibt's doch nicht. Wie ich mich von den Vogel-Pokémon aber auch ständig treffen lasse. Da bleibt einem die Spucke weg. Es hat mir viel Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Nice. So, Octillery. Was? Jetzt ist das Ding schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Wo? Wo bist du hin? Ah, da unten, okay. Und Shiggy darf ich auch nicht vergessen. Die Ursache muss ich auch noch irgendwo finden. Ja, wenn die Hand sich um Pikachu, von dem alles hier spricht, hast du schon die Pistenhatz mit dem Polion bestritten? Laut Seemob soll man darauf achten, die Wände nicht zu streifen, da man ansonsten an Geschwindigkeit einbüßt. Aber ich kann ohnehin nicht teilnehmen. Kämpfen, kämpfen. Blub, 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 blub. Okay, was hast du denn vor? Na gut. Donk. Können wahrscheinlich irgendwelche Klippen runterstoßen oder sowas. Rub, rub, rub. Nope. Ja, das war daneben. Wow. Schubsen was weg. Woohoo. Das ist aber gut. Wollen wir nicht Freunde sein? Mystischen Wettstreiten und schließen so neue Freundschaften. Jaise. Okay, Shiggy. Dein ist Shiggy. Shiggy! Es heißt hier, das sei die Versöhnung von Garados und dem Pagate zu verdanken, stimmt das? Und das, obwohl du doch kaum größer bist als ich, das ist ja kaum zu fassen. Ja, ich bin nicht mal größer als du. Hey, lass uns kämpfen! Okay. Quietsch, 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 quietsch. So, was hast du denn vor? Aquaknarr oder sowas? Ja. Das war gut. Botogel, nein! Entschuldigung! Aber du warst gerade irgendwie im Weg. So! Voll erwischt. Ja, ist so stark wie erwartet. Lass uns Freunde sein. Wir können viele Freunde finden. Wollen wir bald wieder spielen? Wunderbar. Aber wo soll Teddy Ursa sein?
Vielleicht da drüben irgendwo. Portogel! News! Ah, da kann ich drüber laufen. Okay. Ah, Teddy Ursa. Hello. Teddy Ursa. Frostetje ist wunderschön, anmutig und kampfstark zugleich. Wenn ich doch nur wie sie sein könnte. Lass uns fangen spielen. Okay. Ich düse davon, versuche nur mich zu fangen. Quietsch, 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 quietsch. Okay. Sollte ja kein Problem darstellen. Oh yeah. Flop. Teddy Ursa. Du hast gewonnen, lass uns Freunde sein. So, aber jetzt sind alle Teddy Ursa im Puckpack deine Freunde. Spiel aber bitte weiterhin mit meinen Geschwistern, wenn du magst. Yes. Ja, wunderbar. Beere? Ja. Schön. Ist hier nur ein Teddy Ursa unterwegs? Wer nicht? Da ist noch ein Seemops. Halt. Ah, das war Octillery. Na okay, von mir aus. Soll mir recht sein. Dann kann ich mir jetzt ein neues Geschenk abholen. Denke ich. Wenn Botogel so möchte, der Weihnachtsmann. Donk. Wunderbar. So, komm mal her. Dafür, dass ich dich eben elektrisiert habe, so ein bisschen. Also, wenn du ein Freund von Teddy Ursa bist, dann gebe ich dir ein Geschenk. Möglichst soll er ewig für dich scheiden. So, geh damit zum Eisbaum. Prüf ihn. Ja, okay. Das haben wir ja alles schon mal gehört. Und? Glöckchen. Ach, Kussila. Ja, Mensch. Okay, wo ist denn... Da bist du... Oh, halt! Bevor sie weg ist. Ich bin mit meinen Freunden hier, um den Eisbaum anzuschauen, viele Fotos zu schießen. Ach, könnte Empoleon doch nur hier sein. Lass uns kämpfen. Okay. Super. Quietsch, 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 quietsch. Na, dann wollen wir doch mal. Wow, okay. Ich dachte, ich habe jetzt eigentlich mit einer Fernkampfattacke gerechnet. Donk. Na bitte. Ganz easy. Easy peasy. Du bist vielleicht stark. Lass uns Freunde sein. Yes. Okay, Botogel. Also, wenn du ein Freund von Shiggy bist, dann gebe ich dir ein Geschenk. Aha. Mehr Geschenke. Mehr Deko. Flop. Und? Oh, Schleifchen. Ja, Mensch. Aber der ist mir irgendwie noch nicht bunt genug. Sneebel. Hi. Sneebel. Where are you? Sneebel? Wer weiß, wo dieses Sneebel wieder rumeiert, ey. Naja, schauen wir mal. Also, wenn du ein Freund von Cusilla bist, dann gebe ich dir ein Geschenk. Okay. Flippen. Damit dürfte der Baum jetzt aber ausreichend geschmückt sein. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute auf deinem weiteren Weg. Gib dir Mühe, auch weiterhin viele Freundschaften zu schließen. Ah, wunderbar. Warum bin ich noch kein Freund von Botogel? Und? Ah, jetzt ist er auch schön bunt. Und er leuchtet. Cool. Vielleicht hat jetzt Kelly ja was Neues zu sagen. Hello. Der geschmückte Eisbaum ist zu schön, um wahr zu sein. Traumhaft, das verdanken wir dir allein. Bitte sei mein Freund. Okay. Ja, wunderbar. Botogel? Ich will dein Freund sein. Na, hast du auch viel Spaß? Ein Geschenk für dich ist ein interessantes Ratespiel. Machst du mit? Octillery, Hilfe! Oh mein Gott, es wird uns alle fressen. Ja. Okay. Was kannst du im Park einsetzen? Donnerblitz. Okay. Ihn kannst du der Eiszone fangen spielen. Mit Seemops. Stimmt, genau. Die dritte und letzte Frage ist zugegebenermaßen etwas seltsam. Schau dir alle Namen gut an. Welches der folgenden Pokémon trägt eine Rose? Trägt nicht Frostetje eine Rose?
Ja. Unglaublich, alles richtig, lass uns Freunde sein. Yays. Na wunderbar. Okay. Entschuldigung, ich muss hier durch. Oh Gott. Also eiert hier irgendwo auch noch Frostetti rum, ja? Aber wo ist Sneebel jetzt eigentlich genau? Huch, was ist denn das? Ein Eisblock. Na, okay. Sneebel! Wo bist du? Nur. Nein. Ich hab nicht Lust auf ein Ratespiel mit Teddy Ursa gerade. Wo ist Sneebel? Da ist Sneebel. Hello! Ich habe gerade den Eisbaum bewundert. Er ist wirklich prächtig. Ach, übrigens, Empoleon ist so cool, dass er Mammutl einfach so zu Eis erstarren lassen könnte. Ich muss auf eine Runde fangen. Ja, okay. Okay. Sneebel könnte recht flott unterwegs sein. Schauen wir mal. Du bist im Weg. Naja, oder auch nicht. Wir haben aber auch gut trainiert. Donk. Voll gegen den Baum gebasht. Ich habe verloren. Jetzt hast du mir aber gezeigt, was eine Hake ist. Lass uns Freunde sein. Yays. Na bitte, damit haben wir jetzt 62 Freunde und immer noch dieses großartige Profilbild. Okay. Na gut. Ah, ein Keifel. Jetzt erkenne ich auch, was das sein sollte. Mit seltener Anblick. Ja, Empoleon befindet sich hinter diesem Tor, aber er hat es in Eis gehüllt und so lässt sich nicht mehr öffnen. Ein Kraftprotz wie Mammutl könnte es mit links aufbekommen, doch Empoleon hat ihn nach einem Streit leider in einen Eiswürfel verwandelt. Gott, du findest Mammutl jenseits des Sees. Könntest du ihn nicht aus seiner misslichen Lage befreien? Geh einfach den rechten Steilweg des dreifach gegabelten Weges hinunter, um zum See zu gelangen. Ich zähle auf dich. Oh Gott. Den rechten Weg des dreifach gegabelten, rechts liegenden, links drehenden. Aber wir haben noch nicht mit Pliprim gesprochen. Mit dem Pinguin. So. Hallo. Empoleon hat mir die Aufsicht über diesen Sessellift anvertraut. Ich kann dich leider nicht einsteigen lassen. Mhm, okay. Warum? Prüfen. Hebel für den Sessellift. Sprinte gegen den Hebel und setze den Sessellift in Bewegung. Okay. Achso, nee, das ist nicht der Hebel. Okay. Oder auch nicht. Na gut. Ich kann aber schon mal Triff Zeppeli rufen hier. Wenn ich. Dankeschön. So. Auch wenn ich Lapras benutzen werde, um hier wegzukommen, wegen Freundschaft und so. Aber, huch, nein, das wollte ich nicht. Ah, warum drücke ich immer den Donnerblitz statt Sprint? Mal davon abgesehen, dass die Taste viel weiter weg ist. Keine Ahnung. Ja, hey, Seepops freut sich. Okay. Wie kam ich nochmal zu dem See? Ach, irgendwie. Ah. So nicht. Aber zumindest sind wir jetzt hier auch mal lang gelaufen. Den rechten Weg des dreifach gegabelten Wegs, also hier. Vielleicht? Aber da war ich doch schon. Ach doch, da ist tatsächlich ein See. Oh, okay. Huch. Hey, Teddy Ursa. Teddy Ursa. Kannst du ihn sehen? Da drüben, jenseits des Sees, befindet sich der zu Eis erstarrte Mammutl. Oh, kannst du ihm etwa helfen? Mir hat der See zugefroren. Kannst du mit links dorthin gelangen? Für Frostetti dürfte es ein leichtes sein, den See gefrieren zu lassen. Hey, Firnontor, du bist kein Frostedje. Aber close enough. Meine Herren, ist das Ding groß. Firnontor. Wo war Frostedje denn stecken? Weshalb ich frage? Ja, sie hat sich einfach Lust ausgelöst. Zuvor hat sie mir doch gesagt, dass ich mit mir nicht zusammen sein könne. Ich möchte sie daher mit einem Iglu überraschen. Könntest du mir vielleicht dabei helfen, es zu bauen, indem du mir Eisblöcke bringst? Wie baust du ein Iglu, wenn du keine Hände hast? Ich habe zwar schon einige selbst besorgt, aber ich benötige mehr. Wie? Mit deinem Mund? Liegen da nicht welche herum? Na, bestimmt irgendwie.
Ich hinterfrage es mal nicht. Okay. Okay. Na, dann schauen wir doch mal. Ob er... Vielleicht wachsen ihm Hände. Hallo. Aber ist mein Retter in Not? Tausend Dank. Wie? Ach, keine Ahnung. Yay. Sogar mit Fackeln davor. Aber jetzt brauche ich noch zwei weitere Eisblöcke. Was? Was hast du vor? Hi, Rasaf. Was zur Hölle willst du mit diesem Iglu machen? Ein Skyscraper oder was? Na gut, von mir aus, bitteschön. Bau dir dein eigenes Empire State Building mit diesem einen Eisblock. Das ist wirklich eine große Hilfe, jetzt kann ich weiterbauen. Okay. Das sind zwei Iglus. Und das meinst du, sieht doch ziemlich gut aus, oder? Ich benötige noch einen Eisblock, um das Iglu fertigzustellen. Oh, Ursaring ist auch da. Okay, dann kümmern wir uns doch erstmal um Rasaf und Ursaring, bevor ich ihm hier noch einen Dingens bringe. Dahin ist Rasaf. Komm mal her. Hallo. Oh, Entschuldigung. Okay, wenigstens hat er mich nicht gleich verprügelt. Hey, du warst du das auf dem Wettstreit? Ist das sicherlich ein Kampf mit mir wagen, oder? Sehr schön, zeig mir, was du kannst. Na gut. Du machst wahrscheinlich irgendwelche Nahkampfattacken, sag ich ja. Au! Oh. Pritzel. Oh, Moment. Ah, schade, ich kann nicht darunter feuern. Hehehehehehehe. Donk. Wunderbar. Das ist wirklich gut. Bist du Pikachu, von dem Menki aus der Grünzone so viel erzählt hat? Sei bitte mein Freund. Lass uns bald wieder kämpfen. Nice. Ja, wunderbar. Wo ist... Ah, da ist Ursaring. Wie praktisch, dass die alle gerade hier sind. Ursaring, please. Lass das denn die Ursa in Ruhe. Aus dem Weg. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Treibe mich nicht zur Weißglut. Treibe mich nicht zur Weißglut. Doch, das mache ich. Was ist das? So. Na gut, dann halt nicht. Warum ist er jetzt hingefallen? Boah! Aua! Au! Jesus! Warum ist er so aggro? Hör auf damit! So! Au! Was ist mit dem Typen los? Hilfe! Und was meinst du? Sieht doch ziemlich gut aus, oder? Ich bin hier noch ein Eisblock, um das Iglo fertigzustellen. Au, 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 au. Na, au. Was bist du denn für ein Arschgesicht? Mann. So, noch ein Eisblock, ja? Da. Zack. So, ist Ursaring weg? Okay. Meine Nerven. Oh, wunderbar. Jetzt kann ich das Iglu fertigstellen. Jetzt kommt wahrscheinlich einfach ein drittes Iglu dazu. Das funktioniert so nicht. Wenn du von dem Iglu redest, dann muss das ein großes Iglu werden. Juhu, das Iglu ist fertig. Sieht doch klasse aus, nicht? Vielen lieben Dank für deine Hilfe.
Ist zu sein, ich habe eben gerüchteweise von den Mingo gehört, dass sie Frau Stedje unten beim Sessellift gesehen hätten. Könntest du nicht einmal für mich nachschauen gehen und sie zur Rückkehr bewegen, falls du sie antreffen solltest? Na gut. Rosaring, darf ich jetzt mit dir reden, ohne dass du mich verprügelst? Geht das? Ich wollte in der heißen Quelle der Höhlenzone baden, aber der Häuser bestand drauf, um Schnee herumzuteilen. Liegen diese kalten Gefilde dicht, aber netterweise erlaubt mir Fenotor, mich in seinem Iglu aufzuwärmen. Das ist nämlich wahre Freundschaft. Na, willst du nicht gegen mich kämpfen? Ja, okay. Okay, lass uns anfangen. Du Arsch. Na komm. Prst. Bonk. Prst. Und Bonk. Ach, schön. Ah, bist total gut. Ruf mich, wann immer du mich brauchst. Ich werde dir schon helfen. Spiel bitte auch ein wenig mit Teddy Ursa, wenn du Zeit hast. Okay. Bitte verprügel mich nicht mehr. Dankeschön. Na gut, schauen wir mal, ob ich jetzt zum Sessellift darf. Beziehungsweise zum Sessellift darf ich ja schon. Nur muss ich ihn benutzen oder steht Frostete jetzt tatsächlich davor? Nee, ich muss ihn benutzen. Lippen. Der Bolian hat mir die Aufsicht über den Sessellift anvertraut. Ich kann dich leider nicht einsteigen lassen. Ja, du willst also unbedingt mit dem Sessellift fahren, stimmt's? Hab ich überhaupt eine Wahl? Ne, da lass uns darum kämpfen. Sollst du gewinnen, darfst du den Sessellift benutzen. Lippen. Na gut, Bolian, dann zeig mir doch mal, was du da alles kannst. Ich hab die epische Donnerblitz-Tackle-Kombo. Da hast du leider keine Chance dagegen. Au! Na komm, so. Schöner Double-Hit gerade. Ah ja, yeah, habe ich wohl nicht aufgepasst. Sonst hätte ich doch nie im Leben verloren. Aber versprochen ist versprochen. Du kannst den Sessellift jetzt benutzen. Ich glaube schon lange nicht mehr ein solch schreiendes Lächeln wie das deine gesehen zu haben. Freust du dich denn so sehr, den Lift benutzen zu dürfen? Nein, also hast du einfach nur Spaß bereit, mit mir zu spielen? Aber egal, du hast eindeutig gewonnen. Ihr scheint, du könntest selbst den Polian zur Umkehr bewegen. Yay, Pliprin ist jetzt mein Freund. Pliprin. Wenn du den Sessellift zum Laufen bringen möchtest, brauchst du bloß einmal mit Schmackes gegen den Hebel zu sprinten. Prüfe den Sessellift, um damit fahren zu können. Okay, Schmackes. Yays. Nice. Na gut. Natürlich. Yay. Ah, und da wartet Frosty dir. Okay, sonst noch was? Oh, Morlord! Morlord! Oh, dürfte ich mein Gefallen bitten? Ich habe einen Heißhunger auf eine große Beere. Soll es dich schon niemand anderen gegen haben, kann ich auch warten, bis du wieder in die Eiszone kommst. Oh! Hier ist eine kleine Beere. Kann ich mit einer großen Beere von der Grünzone bis zur Eiszone? Nee, brauche ich gar nicht. Morlord! Morlord, renn doch nicht weg. Du Arsch, bleib stehen. Ich bin doch so langsam. Dieser blöden Beere. Ah, komm schon. Eine große Beere für mich. Die sieht aber köstlich aus. Tausend Dank, lass uns Freunde sein. Yes. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal schauen wir uns dann an, was Frostetje zu erzählen hat. Oh, da sind noch viel mehr Morlords. Okay. Und würde sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, dass das Bild euch gefallen. Falls ihr abonnieren, kommt ihr gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Oh.